Man merkt, ich bin super vorbereitet. Und krümelig bin ich auch noch. Aber ich bin sowieso so ein kleines Krümelmonster. Ich krümel mit allem. Selbst mit Dingen, mit denen man normalerweise nicht krümeln kann. Damit herzlich willkommen, Muschelmuschel, liebe Artgenossen, zu The Last of Us Left Behind. Die Zurückgelassenen. Oder die, die wir zurückgelassen haben. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet mit diesem Spiel. Weil blind. Also left be blind, könnte man auch sagen. Ja. Spiel eine Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Ah, die 20 Jahre vor... Bevor sie Joel trifft. Klar, macht Sinn. Gut, neues Spiel. Möchtest du während des Spiels Tutorial-Tipps angezeigt bekommen? Nein, ich kenne die Steuerung. Nochmal. Wir wollen natürlich noch viel mehr sterben. Ich habe mein Wölfchen gar nicht um. Willkommen, was geht nicht? Schon besser. Schon fühle ich mich nicht mehr ganz so nackt. Sony Computer Entertainment Präsenz. Ah, okay, währenddessen passiert das? Interessant. Was sind das für Typen? Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Kennt ihr das, wenn ihr einen Wadenkrampf habt und vorsichtig sein müsst, wie ihr euren Fuß bewegt, euer Bein? Joe? Muskelzerrung. Scheiße. Joe, hier. Stirb. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Küss mich, nein. Das ist ja ein bisschen sehr seltsam. Das war schon eine Süße. Und mal Pilz, mit dem Feuer klettere ich auch immer. Ah.
auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Total. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen. Und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Deswegen kann sie also so gut kämpfen, das erklärt's. Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unendlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Stabile Seitenlage, ne? Das macht natürlich nachher richtig Spaß, das wieder abzuziehen. Okay. Kellis, pass auf ihn auf. Hier heißt der Kellis und nicht Kallus. Im ersten Teil hieß er noch Kallus. Ich bin bald zurück. Versprochen. Interessant, dass es hier spielt. Das wäre geschafft. Okay. Das ist eine gute Frage. Wir haben keine Munition? Wir haben nichts. Okay. Status quo also. Ich hoffe, der Kantenmaler ist auch bei diesem Teil dabei. Hey, Röschen! Na? Na, Schnucki, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Du kommst gerade rechtzeitig zu meiner Entjungferung von Last of Us Left Behind. Und das klingt falscher, als es eigentlich sollte. Besonders, weil mein kleines Mädchen spielt. Ja. Habe Muskelkater von gestern. Ich habe Muskelkater von gerade eben. Morgen wird er so richtig schön brennen. Also das neue Trainingsbrett. Ja, das ist effektiv. Effektiv, aber auch, boah, Folter. Warum tue ich mir das an? Dafür. Unter anderem. Und hierfür. Ich war Stand-Up-Paddle gemacht. Was ist Stand-Up-Paddle? Kenn ich nicht. Erklär mal. Während ich mich hier weiter verlaufe. Amo, wo zieht's denn hin? Da ist Decke.
habe Stand-Up-Paddle gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne nur einen Film, der Stand-Up heißt und das, der ist nicht so geil. Also ist zumindest nicht mein Fall. Ich bin aber auch kein Fan von Tanzfilmen. Billy Elliot, I Will Dance, ging noch. Fast wie Saufen, nur mit einem Paddel. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Wie kommt man denn auf sowas? Wenn man Langeweile hat, wa? Ach, Taschenlampe habe ich ja auch, stimmt. Super, leere Pillendosen. Arschloch. Nichts da. Ein Comic! Nee. Sie interessiert die Comics auch momentan gar nicht. Oder die Zeitschriften, das finde ich sehr interessant. Ich habe mich nicht ein Zerement im bin feuerrot überall. Was? Ich habe mich nicht eingecremt. Ach, gerämt. Du hast dich nicht eingecremt. Das schreibt man zusammen. Aber kein Problem. Bist feuerrot überall. Ja, kenne ich. Wenn ich mich nicht eincreme, ist das genau bei mir. Kein Problem. Solange ich verstehe, was du mir da sagen willst, ist das ja nicht das Problem. Westerns Flow Shorts now available. Mit dieser Dame. Hm. Die Dame gibt's oben drauf. Oder unten drunter. Oder unten drunter. Je nachdem, worauf man steht. Eine Schere. Die können wir schon mal brauchen. Eine halbe Schere. Eine Klinge halt. Die ist zu. Und da ist ein Verbandskasten drin, natürlich. Shit, wir können keine Scheren machen. Schlüssel benötigt. Ja, wir brauchen ein Stichwerkzeug. Hm. Please read. Bitte lesen, der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos, habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. American Princess, das ist der Laden. Da stand nichts von rechts, links, rechts. Achso. Halten! Dong, 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 dong. Gott. Ah. Gizmo. Das müssen wir festhalten. Ah, das ist ja Sahne. Das ist ja sahnig, ist das ja. Okay, ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Oh Gott, da ist er. Mhm, der steht gleich wieder auf. Betten? Oh, big surprise. The Walking Dead. Okay, sie sind nicht so scheiße wie in Walking Dead. Also sie sind nicht so offensichtlich wie in Walking Dead. Oh Gott, diese Puppen, ey. Apothekernotiz. Das ist die Apothekernotiz. Oh. Das ist irgendwie süß. Aber da steht noch was drauf. Apothekernotiz, Apothekernotiz. Witze und Wortspiele, was? No pun intended. Foto von Joel und Sarah. Springmesser. Ach, das sind die Sachen, die sie dabei hat. Nachricht von Mom. Wow, okay, Moment. Witze und Wortspiele. Kann man leider nicht lesen.
Witze und Wortspiele. Der Elefant im Kühlschrank. Ja, das kenne ich die Geschichte. Rileys Anhänger, Riley Abel. Sams Roboter. Der Walkman, den sie immer dabei hat. Die Nachricht von Mom. Ellie, ich will dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immerzu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Ein Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen. Diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden, aber du musst immer daran denken. Okay, interessant. Springmesser, Kombinationsnotiz, Apothekerschlüssel, Apothekernotiz. Das wollte ich nochmal reingucken. Umdrehen, da steht bestimmt was drauf. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr, Laura. Laura oder Laura, je nachdem. Laura ist das ja eingedeutscht. Hey, Virus! Willkommen, willkommen! Flosse. Ich hoffe, alles gut. Oh Gott, Klicker, Klicker, Klicker! Oh no! Please not. Please not. Aber sie hat ein Messer, das ist gut. Sie kann die one-hitten. Das ist gut. Und? Fläschchen. Sehr schön. Ja, dann müssen wir zurück, ne? Den Backstein nehmen wir fürs Zimmer mit. Ah ne, wir haben ja noch einen. Den hätte ich auch benutzen können, aber warum auch? Bring back the fallen on my head. No one keeps the fallen over me. Wo war denn jetzt die Tür da? Hopp! Und abschließen. Bis jetzt ziemlich gut. Bis jetzt ziemlich gut. Gefällt mir gut. Und natürlich ist er leer. Hallo, nicht ausgehen. Nicht ausgehen. Das geht wahrscheinlich gerade nicht wegen der Sequenz. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Ja, Zombies. Leichen. Noch mehr Infizierte. Die Apokalypse. Eine Atombombe. Aber bestimmt nichts Hilfreiches. Wobei eine Atombombe schon hilfreich wäre. Okay, wie kommen wir da? Ich bin so doof. Gerade da durchs Fenster, oder? Aber der Kantenmaler hat gar nicht gemalt. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Hier malt er wieder. Da komme ich so nicht rüber. Gucken wir mal, was hier ist. Fuck, kann ich nicht öffnen. Kein Shortcut. Kein Shortcut für mich. Schade. Hier durch. Ist bis jetzt aber ganz simpel. Gefällt mir. Soll ja auch nicht so lang sein, ne? Aber vielleicht intensiv. Nicht so lang, dafür intensiv. Sounds wrong. Verbandskasten. Natürlich nicht. Eine Klorolle. Yeah. Ich dachte gerade, da bewegt sich eine Pflanze, aber nein, das ist nur ein Band. Okay. Ist sonst nichts. Hopp. Ah, das springt immer so hin und her, verstehe. Komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen hast?
wirklich ernst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Ich komme gut voran. Wen hast du so? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Nur kurzes Gucken, und zwar Optionen, Audio, Lautstärken, Ausgaben, Ausgaben, automatische Fernseher, automatisch Fernseher, Heimkino, Studio Lautsprecher, Stereo Kopfhörer. Die Stereo-Kopfhörer vielleicht besser? Wohl nein, Quatsch, wir lassen es dann. Zu werden bekannt zum Töten von. Lass uns lieber überwachen. Ich sag bloß, das ist Boston. Gute Frage. Süß. Das ist so mega süß irgendwie. Ich mag es, wie dieses Spiel einfach Charakterentwicklung zeigt. Das ist so toll. Und darauf freue ich mich auch, auf Last of Us 2. Weil ich erstmal den Teil nachholen muss. Den habe ich noch nicht gespielt. Und vorher habe ich den ersten Teil nochmal nachgeholt. Weil der jetzt ewig her war. Ich mich gar nicht mehr richtig erinnern konnte. Und weil es vielleicht gerade alle spielen. Könnte auch ein Grund sein. Der war wohl so ein Unterschlupf.
Ich habe gerade harten Nier Automata Flashbacks. Das erinnert mich voll ans Einkaufszentrum von Nier Automata. Let's go to the mall. Na, war der Kantenmaler hier wieder unterwegs? Oder brauchen wir ihn hier nicht? Eventuell da. Hey Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Oh, geil. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Siehst dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Du sollst brüllen! Ach! Das ist ja geil! Das geht doch! Das ist irgendwie geil. Oh, er ist ja auch cool. Meine Damen und Herren, Christopher Lee! Christopher Lee, meine Damen und Herren! Christopher Lee! Wunderschön. Oh. Pillendöschen? Ne, Marshmallows oder was? Augen! Naja, sie kennt das Halloween-Fest nicht. Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Dracula. Nein, bist du nicht. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Nein, bist du nicht. Du siehst nicht ansatzweise aus wie Christopher Lee. Sorry. Und wie Gary Oldman schon gar nicht. Und Luke Evans auch nicht. Und den anderen Namen habe ich vergessen. Richard Roxburgh auch nicht. Siehst du die Autos da unten? Nimm einen Stein und beschmeiß sie. Ich muss das noch umrunden, okay. Treffer! Gib mal keine Steine mehr! Bingo! Ja!
Bam! Mass Drop! Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat man ihn meine Mutter erwähnt? Vergiss es. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht. Aber ich war doch nicht irgendjemand. Wobei, nein, ich möchte die Frage mit ihrer Mutter nehmen. Ich würde gern mal mehr über ihre Mutter wissen. Steinwurf Champion! Meins hat der Herr drauf jetzt. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Also, was sagt man ihm über meine Mutter? Soweit ich weiß, haben sie schon vor dem Ausbruch. Ach, und dann wird aber keine Schwester. Ah, schade. Haben sie dran gedacht. Videospielwert und so, ne? Ich dachte, ich kann jetzt alle Fragen stellen. Klar funktioniert das. Was habe ich gesagt? Heißt das das ganze Center-Licht? Wenn das mal nicht gefährlich ist. Du hast angefangen. Ich mag die beiden. Der Kantenmaler sucht die Kante. Ah, noch ein Stichwerkzeug. Ah, vielleicht auch von hier. Nee, so nicht. Am Runden bringt's schon mal nicht. Vielleicht hier? Oh, Munition. Das bedeutet, hier wird gekämpft. Ja, wir sind ja jetzt wieder in der Gegenwart. Da kann's wieder gefährlich werden, ne? Oh, Katze! Nein! Süße Katze! Wo bist du hin? Lauf doch nicht weg! Können doch Freunde sein. Komm schon.
Hier sitzt die Katze vor. Oh nein, Wasser. Oh mein Gott. Ist ja kalt. Verdammt. Soll ich hier verrecken? Die Katze hat doch nur Angst. Ja, ein Generator. Bumm. Die schafft das mit einmal? Achso, nee, geht nicht. Leer. Notiz, 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 Generatornotiz. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll, wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn. Wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Reagan, bitte. Ich habe noch immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Reagan. Oder Regan. Ja, Reagan, glaube ich. Was haben wir hier? Hm. Das könnte Saft sein. Nee. Ah, schön. Schöne neue Idee. Gefällt mir. Geht nicht auf, ne? Ne, aber gefällt mir, dass man mit so einem Kanister jetzt rumrennt. Rumrennen kann. Ah, der Kantenmaler. Stalker? Hau ab! Okay, die habe ich nicht kommen sehen, die Olle. Aua! Mach mich zu hauen! Mach mich zu beißen! Ah! Tot. Vielleicht sollte ich mich mal healen. Wo kamen die denn her? Hä? Warum war die auf einmal so schnell da? Und jetzt auf einmal nicht mehr? Infizierte ignorieren Taschenlampen, okay. Gut zu wissen. Nimm das! Bitch. Oder Bitchy. Bitcher. Noch einer. Shit. Da ist die Olle von eben. Nimm den Backstein, Ellie, sonst bist du gleich tot. Wo ist hier denn? Da. Zack! Das ist ein Typ. Das ist gar keine Olle. Das war der aber nicht, oder? Oh Gott, noch zwei. Die ist einfach tot umgefallen. Wo ist die andere? Da waren noch zwei. Da. Vielleicht geht die Tür jetzt auf. Vielleicht ist hier Benzin noch drin.
natürlich. Spawnen die Steine? Interessant. Nehmen wir noch nicht an. Hm. Aber hier sind mehrere Autos. Vielleicht hier? Hau ab, Mistvieh. Hm. Hier eventuell könnte noch was drin sein. War klar, im großen Tank. Im größten Tank. Okay, interessant. Das Ding ist verbuggt. Geil. Hat man gar nicht gesehen. Naja, passiert. So, jetzt machen wir den Generator an. Oi! Schön. Jetzt dürfen wir nur noch nicht mehr rein. Jetzt müssen wir nur einen anderen Weg drüber finden. Können wir irgendwie da noch rüber? Ach scheiße, das Wasser ist ja auch elektrisch. Ups. Ich wollte es wenigstens einmal sehen. Die typische Metal Gear Szene. Nur, dass er dramatischer stirbt. Vor allen Dingen Snake stirbt dadurch ja nicht mal. Er kriegt kurz einen Schock, macht da und dann steht er wieder auf. Snake kann halt so einen Stromschlag nicht direkt töten. Aber er ist ja auch trainiert. Training bedeutet gar nichts. Der Wille zu überleben ist alles. Wie Russell Gould in Batman schon sagte, ne? Ne, der Wille zu handeln. Red dir das bloß ein. Ernsthaft wollen die von mir, dass ich. Okay. Und nu? Die springt ja nicht mal. Okay, dann ist das nicht. Dann ist das so nicht gewollt. Wissen wir das jetzt auch? Na, muss doch gleich aufhören. Ich bin so doof. Ich kann doch hier an der Seite runter. So, dann kann ich hier rüber. Dann sind hier noch Gegner drin. Naja, aber was zu essen. Dass ich nicht aufnehmen kann, weil ich voll bin. Toll. Das ist das andere Mal nicht gegessen. Egal. Hier war wieder der Kantenmaler unterwegs. Sehr schön. Ja, lass mal los.
Danke. Wozu brauche ich das? Achso, ich kann es doch rausschieben. Ich dachte, ich kann es gerade nicht rausschieben. Okay. Wozu brauche ich das? I see. Nee, I see not. Machen wir erstmal das hier auf. Oh geil, ein Fernseher. So, dann wollte ich schon mal haben. Nichts, ansonsten ist hier nichts. Interessant. Ah, okay, I see. Aber wozu dann? Ah, okay, I see. Natürlich. I see. What you mean? So. Gestützt. So, den Abschnitt hier mache ich noch, wenn ich bei der Tür bin und die nächste Sequenz startet, dann war es das auch. Weil ich muss mich so langsam mal fertig machen. Hopp. Runter, Tür auf. So. Speicher nochmal. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter mit The Last of Us Left Behind. Ich find's bis jetzt sehr, sehr, sehr spannend und interessant. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und ich hab Spaß. Ich hoffe, ihr genauso. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sorry, dass es nur so kurz war, aber ihr wisst ja, Arbeit und so, ne? Da sagt sogar mein Controller, ey, nee, ohne mich, ich spring ab. Scheiße. Ja. Frohes Shampoo sein, bis zum nächsten Mal rein. Danke für euren Support, danke für euer Interesse, danke für eure Unterstützung sämtlicher Art. Und ja, danke, dass ihr immer dabei seid. Frohes Shampoo sein, bis zum nächsten Mal rein. Also Marius. Au! And out. Jetzt nur noch die Fernbedienung. Ich sollte nicht lächeln, das ist creepy. When there I'm gone tomorrow.